Hallo Leute, ich bin der Mitterburner und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Pyroland Populum-Raketen. Ja, hier handelt es sich um ein 6er-Raketenset mit jeweils 19 Gramm Nettomasse pro Rakete. Ja, jeder Effekt ist jeweils einmal enthalten und ja, so sehen sie aus, was ich ganz geil finde. Unterschiedliche Farben an der Banderole kann man, ich sag mal, nachts sehr gut erkennen. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir werden sie jetzt mal zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, Pyroland Populum. Lemon Ring Red Plum. Ja, es war erkennbar. Aber naja, das für die Größe. In der 75er Shell würde das besser aussehen. Aber das wäre dann nicht mehr F2. Ah, die war okay. So, Crown Ring, Gott Plum. Die war gut. Blue Ring Goldstrop. Die war gut. Red Ring White Strop. Ja, gutes Holzschwamm. So, und zum Schluss haben wir die Rocket Ring. Turn Ring, das hört sich gut. Das hört sich doch gut an. Ja, schick. Und da war kein Turn Ring, das war Quickling. Kommen wir zum Fazit. Ja, die Populum-Raketen haben mir sehr gut gefallen. Ich finde, von den drei Pyroland-Raketen-Neuheiten war das mit Abstand die schönsten Raketen. Generell Ringraketen sind leider so ein bisschen rar am Markt. Mir persönlich sind jetzt einmal nur von Funke die Saturn-Raketen bekannt, die, ich sag mal, jetzt nicht so häufig jetzt vorhanden sind, da halt Nachschub so ein bisschen Problem ist. Und die Nico-Ringraketen, die halt, ich sag mal, qualitativ. Es ist halt Nico, also unter dem Gesichtspunkt finde ich die Populum auf jeden Fall eine Bereicherung. Die Effektauswahl finde ich auch durchaus ansprechend. Die entsprechend farbigen Ringe passen ganz gut zu den Effekten. Ganz besonders die Gold-Brokat-Ringe fand ich wirklich sehr schön. Das ist etwas, was man halt auch nicht so selten sieht. Nicht so häufig, pardon. Ja, also unterm Schnitt auf jeden Fall sehr schönes Raketenset. Und ja, ich würde auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.